Oh je. Das da oben ist cool. Du hast richtig gebaut hier. Du hast nicht nur. Bagger, Alter Schwede. das sollst du alles während der Aufnahme erst sehen. Komm mal wieder in den Raum rein jetzt. Ich will echte Emotionen. Und herzlich willkommen zu Empyrean Galactic Survival. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind wieder unterwegs mit Yamo. Moin. Und Yamo hat hier einen Haufen an der Base gemacht seit der letzten Episode. Das werden wir uns jetzt mal so ein bisschen anschauen. Ich kenne vieles davon selber noch nicht. Und ich bin super gespannt. Ich weiß nur, dass schon ziemlich viel passiert ist, ne? Ja, im Rahmen der Möglichkeiten. Im Rahmen der Ja, Möglichkeiten. das Schöne Ja. war, dass wir ja viel abbauen konnten. Dementsprechend konnte ich auch viel wieder aufbauen, ohne Ressourcen dafür nochmal farmen zu müssen. Ja, Den Raum also, habe ich ja weitestgehend belassen. das ist der Crafting-Raum, den kennt ihr schon. Da hat sich nicht so viel getan. Da hinten die Tür gibt es nicht mehr. Ein Das paar hat Tische. Gründe. Das sehen wir dann, wenn wir hier mal rausgehen. Okay. Dann gehen wir mal hier raus. So, das ist Hier ein war es bisschen die ganze. framey geworden, also ich weiß nicht, was du hier gebaut hast. Im Rahmen der Möglichkeiten. Alter Ja, gut, das Schwede. ist die ganze Beleuchtung. Das sieht mal super heiß aus. Ja, den Tower können wir dann später auch nochmal gucken. Yeah. Super cool. Das ist ein Aus Screenshot wert, mindestens. diesen zwei Landeformen dann eben eine gemacht für ein größeres Schiff. Wer weiß, was da alles noch kommt. Wir müssen uns dann auch irgendwie gegen Drohnen verteidigen, oder? Ja, da habe ich mir auch schon was einfallen lassen, das sieht man aber jetzt aktuell noch nicht. Okay. Ich will in den Tower. Okay, du hast es Ja, komplett dicht gemacht hier. können auch mal in den Tower gehen, dann siehst du, was ich mir habe einfallen lassen. Ja, dann machen wir das. Der Tower Eingang ist zuerst. vom Crafting-Raum aus. Mega gespannt. Okay. Aufzug. Nice. Das mal cool. Schöne Aussicht von hier. Also mitten im Wald, ne? Das ist mal Ja, wie du super. siehst, habe ich an den Ecken Plattformen hingebaut und da passen dann Geschütze drauf. Wo meinst du Plattform? Ja, Unten? hier, an den Ecken der Mauer. Okay. Plattformen jetzt installiert. Ach so, auf die Mauerplattform, ja. Alles klar. Die sind groß genug. Das ist echt eine schöne Location für eine Base. Und so viel schöner geht's nicht. Ein See fehlt noch. Ja, das ist leider Nice. etwas weiter weg. Wow, was ist denn das? Naja, Was wir zum brauchen ja Teufel? irgendwann ein großes Schiff und großes Schiff brauchen wir viel Platz. Also habe ich mal eine Eieiei. Landebahn gebaut. Alles klar. Wow, das Ding ist riesig. Ja. Du musst ja alles erstmal ausbohren. Das stimmt, ja. Also ich habe zwei komplette Bohrer verheizt und dann nochmal etliche Ladungen. Alter Schwede. Das Aber müssen da wir waren uns noch anschauen. etliche Geräte unten in diesem Base drin, wo ich dann auch meine erweiterte CPU wieder bekommen habe. Okay. Na, die Base war halt auch riesig. Aber jetzt ist sie, glaube ich, Ja. größer geworden. So, den FPS nachzuurteilen. Ja, so ein bisschen. Hier oben ist jetzt quasi erstmal frei. Vielleicht hast du da noch eine Idee. Okay, ein bisschen umgefärbt einfach. Und mit Terrasse. Terrasse, Nice. ja. Super cool. Das ist eine schöne Base. Kann man einmal außen rumlaufen. Ja, es kam also ziemlich viel dazu. Bin gespannt, was du da alles unterm Boden versteckt hast. Aber das ist auf jeden Fall schon ziemlich schick. Ja, irgendwann müssen wir uns ein riesen Schiff bauen. Das wird auch wieder interessant. Oh ja. So. Von hier aus gibt es jetzt erstmal keinen Durchgang mehr nach unten. Dafür habe ich hier vorne dann große Tore angebracht. Also dieser Aufgang ist jetzt dicht. Ein riesen Gate haben wir hier. Kommt man dann nur noch durch das Tor in den unteren Bereich, oder? Dürfen öffnen. Yay.
Nice. Wow. Hier ist auch ein bisschen größer geworden. Das ist doch genauso groß. Da fehlt noch ein komplettes Stockwerk. Zwei Stockwerke verbunden. Okay, hier kann man ganz gut rein und rausfliegen. Das müsste sogar ich schaffen. Also Theoretisch. hier können wir dann eben auch wirklich die ganzen Crafting-Geräte und so und aufstellen. Aber ein bisschen mehr Platz. Ja. Storages und so. Wo sind denn die Schiffe hin? Da drin. Ich. Nee. Da hinten geht es zu unserem neuen Gewächshaus. Okay, Durch schauen wir das uns erstmal das große hier an. Tor. Da oben hast du einen Rundweg noch gebaut. Du Ja, hast ist so einiges. Ja. überall noch Gänge und Wege. Ja, wir können ja einmal hier hinten rumgehen, wo du gerade warst. Sind im Endeffekt die ganzen Generatoren und die Treibstofftanks. Die habe ich noch von der alten Base übernommen. Okay, ja, die großen, die kenne ich noch. Ja, weil das wird auch reichen, um das hier alles mit Strom zu versorgen. Das rechts sind die Generatoren und hier an der Wand sind Tanks. die Tanks. Okay. Brauchen wir hier Sauerstoff in der Base? Nein, das sind Treibstofftanks. Treibstoff, alles Treibstoff, okay. Ja, irgendwo hatten wir auch Sauerstofftanks, aber die waren, glaube ich, oben, ne? Genau, aber die brauchen wir hier nicht. Ja. Jo, dann haben wir hier eine Wendeltreppe. Im Felsen. Geht's denn hier hin? Die ist schwer zu gehen. Das ist wie ein Ark. Ja. Okay. Wo sind wir jetzt? Ja, das ist das, was du von unten gesehen hast mit den Geländern. Ach so. Alter Schwede. Kann man sich aber ziemlich drin verlaufen. Wow. Das ist mal ein Riesengerät hier. Wollen mal gucken, ob wir Was wir da hier alles Verwendung reinstecken. haben für die Räumlichkeit. Ja. Ach so, jetzt sind wir hier oben. Ah, Genau. cool. Monströs. Ja, Man gut. kommt hier aber auch per Aufzug wieder runter. Also mal die Wendeltreppe gehen. Hier ist noch ein Aufzug an der Seite. Okay. Ja, den habe ich schon gesehen. Das Hier ist ab ganz der schön. Hälfte wieder raus. Da unten dürfen wir noch nicht reinschauen. Ja, gleich. Das ist die Treppe, die zum Kern führt. Die habe ich gelassen, weil ich die ganz schick fand. Man fällt immer runter, die Rampen, weil die so steil sind, ne? Yeah. Sweet. Der kleine Atomreaktor hier. Ja. Okay. Konsole. Also, wie gesagt, man hätte den Kern auch einfach irgendwo tief in die Base bauen können, ohne dass man drankommt, aber ich Oh. fand das mit dem Raum eigentlich ganz schick. Wir spielen ja kein PvP. Ja. Und wenn wir jetzt noch eins tiefer gehen, per Aufzug, Okay. die eine oder andere Frage beantworten, die du gerade hattest. Ich glaube, das Video wird einfach mal nur so eine Base-Vorstellung. Wow. Das hier sind alles so, wie sagt man, Dekorblocks, ne? Ja, das sind Schiffe. runde Gefechtsblöcke. Okay. Jetzt habe ich endlich mal die Schiffe gefunden. Du hast das auch so groß gemacht, wie es ging, oder? Also viel, viel größer kann man die Räumlichkeiten nicht machen, ohne dass die zusammenstürzen, nehme ich mal an. Genau, richtig. Deswegen sind auch überall die Stützpfeiler. Ja. Mit, wenn ich mal das Interface wieder anmache, dann kann ich mit N, kann ich das irgendwie anzeigen, dass mit N ging das, ne? Ja. Integrität. Ja, sieht aber alles sehr schön grün aus hier, ne? Perfekt. Na, muss man ein bisschen drauf achten. Okay, hier stehen jetzt die Schiffe. Ammo-Boxen. Konsole. Schiff. Und das hier sind Tanks. Das sind Sauerstofftanks. Okay. Ach so, da geht's raus. Sieht aus wie so eine Raketenstartbasis oder so. Ja, das ist sonst ein Anbau. Das gab es vorher nicht. Die sind direkt außerhalb der Mauer, deswegen habe ich die nicht gesehen, oder wie? Genau. Okay. Wir müssen aber schnell hochfliegen und checken, oder wie? Ich traue mich zwar nicht, aber ich glaube, wir müssen das machen. Versuchen wir mal hier reinzukommen. Cockpit. So. Und Y an. Die Steuerung ist schon immer.
Crazy. Ja, dann fliege ich ja am besten einfach senkrecht hoch, ne? V? Auf geht's. Oh. Das reagiert immer so verdammt abrupt. Zurück noch. Wow, 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 wow. So, mit Alt kann man... So. Genau, mit Alt kann man die Sicht wechseln. Nicht gleich was ausgraten. Also das muss man wirklich oft fliegen, die Schiffe, dass man die beherrscht. So, ist zu klein. Wie mit einem neuen Auto, da musst du auch erstmal die Dimensionen einschätzen können. Mit der Kameraansicht und so ist es voll schwer. Okay. Die Tore sind zu klein für mich. Ach so, hier ist es. Das ist ja eigentlich direkt vor unserer Base. Cool. Zum Glück passiert den Schiffen nichts, wenn man so einen Unfug treibt. Ich fliege jetzt immer seitwärts. Ja, von oben sieht man erst, wie groß das Ding ist. Okay, da haben wir auch eine Tür nach draußen. Die Nyota Base. Wow. Ein Riesenmonstrum. Hast du echt nice gebaut. Alter Schwede. Da drin werden wir also hausen für die nächsten Episoden. Ist auf jeden Fall groß genug. Na gut, dann versuche ich mal wieder da reinzufliegen. Das muss ich jetzt trainieren. Ja. Da müssen wir öfter rein und raus. Ja, die letzte Aufnahme ist schon... Wie lange her? 2 Wochen? Zwischendrin immer so viel arg, ne? So. Mal hier runter. In Arg muss man keine Raumschiffe fliegen. Oh, ich wünsche mir einen Flugdino. Die denken wenigstens ein bisschen mit. So, richte dich mal wieder aus hier. So. Und dann gehen wir da runter. Nicht so gut. Ich versuch's mal mit der Maussteuerung jetzt. Dann wird's zwar ein bisschen schief und krumm, aber funktioniert auch. Das ist echt nicht einfach. Angedockt. Ausgestiegen. Jo. Cool, ja. Da bleibt eigentlich nur noch das Gewächshaus. Und da sind wir dann auch beim Thema, weil das müssen wir dann mal mit Inhalt füllen. Okay. Gewächshaus, das steht dann heute so ein bisschen an. Schauen wir uns das mal näher an. Das heißt, wir haben jetzt alles gesehen, außer das Gewächshaus? Richtig. Das muss auch riesig sein. Ja, das muss auch riesig. 2 Leute essen viel. Wir wollen ja davon leben, ne? Wir wollen ja ganz viele Konserven mit in den Weltraum nehmen. Ja. Wow. Okay, ziemlich viel Licht. Und... Muss man dann... Also die Lampen reichen, um das hier komplett auszulegen, oder? Genau. Okay. Und das nochmal hier, oder wie? Alter Schwede. Das ist mal riesig. Du hast dir richtig Mühe gegeben hier mit dem Design. Sieht alles so ein bisschen anders aus. Hier ist der Kühlschrankraum, oder? Genau. Die Futterkammer. Lagerraum und so weiter. Yeah. Das ist auch schick hier. So ein bisschen ovaler Raum. Ich habe das oben gesehen, diese Kurve, wenn du bei der Base reinkommst. Und dann dachte ich, okay, das probierst du mal. Das muss ja irgendwie gehen. Ja. Jetzt sieht man mal so ein bisschen, was möglich ist hier, was man alles bauen kann. Also viel Spaß beim Austoben. Nicht schlecht. Ist auch aktuell wieder für 10 Euro im Sale. Also noch... Okay, ist gerade im Steam Sale. War das doch sehr günstig. Ja. Also für so ein riesen Game auf jeden Fall. Ja. Ja, cool. Was brauchen wir denn jetzt, um da gescheit auszubauen? Also, wir brauchen Wasser. Ganz viel Wasser. Wasser. Vergammelte Nahrungsmittel haben wir mittlerweile für das, wie heißt das wieder? Dieses Düngerzeug, diese Flüssigkeit. Genau, richtig, ja. Für die Flüssigkeit und brauchen dafür natürlich dann noch Wasser und dementsprechend brauchen wir einen Wassergenerator. Den müssen wir noch bauen. Okay. Also der Wassergenerator generiert kein Wasser, sondern man muss den in Wasser stellen und der reinigt das dann irgendwie oder so, ne?
Genau, der füllt das in große Kanister ab und wir brauchen dann die kleinen Flaschen, um daraus dann eben diese Kommen wir von hier halt zu hoch? machen. Nee, wir müssen hier zum Tor hoch. Schon zum Tor. So. Ich steig mal hier oben aus. Weil wie gesagt, langfristig soll das ja hier der Crafting-Bereich werden, dass wir gar nicht mehr hoch müssen. Weil es ist ja doch Okay. ziemlich weit, ziemlich nah an den Drohnen dran, sage ich. Aber ich muss sagen, ich habe beim Bau noch eine einzige Drohne hier gehabt und danach war Ruhe. Super cool sieht das alles aus. Richtig edel. Ja, wir müssen hier an diesem Nahrungsmittelgerät, an dem Ding hier, ne? Müssen wir diesen Dünger herstellen. Genau, aber dafür brauchen wir halt mehr Wasser, als wir haben. Wir haben ja schon ein paar Beete, aber platziere ich dann eben alle am Stück. Nährlösung heißt das Zeug. Verdorbene Oh, Lebensmittel. richtig. Wasser. Okay, da muss ich jetzt so einen Wassergenerator bauen, oder? Ja, den hast du hoffentlich schon gelernt. Den habe ich schon gelernt. Also wir haben jetzt drei Fabricator hier stehen. So, die muss ich nur wieder finden. Dekorationsgeräte. Wassergenerator. Dann gibt es ja auch noch diesen Sauerstoff, oder? Ja, den brauchen wir auch. Es gibt diverse Generatoren, ne? Zwei Stationen. Wenn die Materialien reichen, machen wir zweimal Wasser und zweimal Sauerstoff. Okay. Wasser ist jetzt erstmal wichtiger, ne? Zweimal Wassergenerator. Zweimal Sauerstoff. Wasserstoff brauchen wir nicht. Das ist dafür Können wir Antriebe oder wie? später machen. Okay. Ja, das brauchst du für die Fusionszellen. Oh. Fusionszellen für die großen Schiffe dann, oder? Nee, die Fusionszellen arbeiten ähnlich wie diese ganz normalen Kraftstoffzellen, aber die speichern nochmal doppelt so viel. Okay. Also man braucht jetzt keinen Fusionsreaktor oder sowas hier. Nee. Das ist ja schon mal gut. Den Warp-Antrieb brauchen wir wieder ganz andere Sachen, die finden wir auf dem Mond. Okay. Oder unter Wasser, also hier auf dem Planeten auch, aber auf dem Mond findest du halt deutlich mehr. Der braucht also eine eigene Quelle dann praktisch. Eigene Brauchst du Energiequelle. blaue Kristalle? Alles klar. Ja, ich habe jetzt zwei Sauerstoffgeneratoren, die es decken nicht. Und zwei Wassergeneratoren. Und Okay. dafür brauchen wir jetzt einen See, ne? Wollen wir da schnell mit dem Moped hinfahren oder willst du den Gleiter nehmen? Ich glaube, wir nehmen lieber das Moped. Bevor ich da wieder irgendwo In dem gegenfliege. Container. Okay. Probieren wir mal das Moped aus. Das muss man jetzt jedes Mal wieder einsacken, ne? Genau. Nicht stehen lassen. Ich hole gerade mal noch Energiezellen oder habe ich die hier oben auch noch drin? Die habe ich nämlich jetzt unten lagernd. Ich muss irgendwas zu Hol die essen gerade mal. mitnehmen. Ja, was ist Ich habe mich vorher extra los? voll gefuttert und jetzt habe ich schon wieder Hunger. Ich weiß nicht, was da los ist. Wind ist zu viel. Ja, möglich. Ich nehme ein paar Salamis mit, die sind immer gut. Sonst habe ich ja noch die Notverpflegung für die Notfälle, die hin und wieder auftreten. Ungefähr jede einzelne Episode. Was braucht man denn für die eigentlich? Die kann man auch herstellen, ne? Notverpflegung. Notfallpacks, ja, aber das ist schon aufwendig, die herzustellen. Die sind halt auch richtig gut. Wo stellt man die denn her? Im Fabricator, oder? Ja. Nee, auch in diesem Nahrungsmittelprozessor. Genau, Nahrungsmittelprozessor heißt das Ding. Kunststoff braucht man dafür zum Ja, Einpacken. das ist weniger Tintenrot. schlimm. Das, was schlimm ist und wir auch jetzt momentan eigentlich überhaupt nicht drankommen, kannst alles anbauen. Das Einzige, was du nicht anbauen kannst, sind eben diese Eggplant-Teile und die musst du auf Omikron sammeln. Energiekapseln. Die haben wir irgendwo gefunden, die Energiekapseln. Genau, richtig. Wo sind die denn überhaupt? Ich sehe gar nicht. Energie, Energie. Ach so, okay. Energiekapseln. Ausdauerschub. Alles klar. Die kann ich aber hier lassen. Die brauche ich gar nicht, wenn die so nur kostbar sind, oder? Ja Nö, gut. die brauchen wir Giftbiss. so auch nicht. Die würde ich dann wirklich. Packe ich die da mal mit rein. Na gut, dann starten wir jetzt. Wird schon wieder dunkel, natürlich. Gehen hier über die Seitentür raus, oder? Okay. Dann stellen wir da das Moped hin. So. Endlich mal wieder Moped fahren. So, ein kleiner Blick auf die Karte sagt uns. Es gibt keine Seen bei uns. Ja, wir Also, müssten einmal Richtung Kupfer, ja, das ist schon richtig. kleine Pfützen oder so gibt's nicht. Man muss diese großen Seen aufsuchen, ne? Ja, kleine Pfützen gibt es nicht wirklich, ne? Das ist ein ganz schönes Stück.
Da müssen wir dann immer die Sachen hin und her transportieren praktisch. Oh, Aliens. Ja, aber die stacken ja. Ja, das ist kein Stress eigentlich. Hier ist Pflanzeneiweiß. Das sieht cool aus hier. So ein Sonnenuntergang und da laufen überall diese riesen Viecher rum. Oh, wir haben ein Dorf. Guck mal. Ah, ein Village. Das kannte ich auch noch nicht. Cool. So. Da sind wir. Sind am Kartenrand. Dann packen wir das Ding wieder ein, ne? Jo, so. Stimmt. Hast recht. Nicht, dass das abhaut. Das klappt sich ja vorher nochmal zusammen. Das sieht dann lustig aus. Soll ich es stehen lassen? So zum Testen mal. Dann mach mal. Wo ist das Ding hin? Da ist es. 7. Mal gucken, wie lange das dauert, bis es sich zusammenklappt. Ja gut, dann stelle ich mal so einen Wassergenerator hier hin, oder? Ja, einfach hier so, dass der noch so aus dem Wasser rausguckt, dass wir das noch sehen. Und ich mache dann Energiezellen rein. Also der kriegt ganz normalen Treibstoff wie die Base auch. Okay. Ist das irgendwie wichtig, warum ich den hinstelle? Nee, total egal. So wie er dir gefällt. So. Hübsch. Das snappt so ein bisschen quer zum Wasser. Ja, dann stelle ich die einfach so nebeneinander hier alle rein, oder? Genau. So. Dann halt alle noch freigeben. Ähnlich wie mit diesen kleinen Konstruktoren. Zugriff für Fraktionen auf Karte anzeigen. Okay. Also sie haben kein großes P-Menü, sondern nur über F. Oh, die sind größer, die anderen Geräte. Die können wir auch nochmal drehen. Das sieht eigentlich ganz gut aus, so. Oder? Das mal so. Und dann haben wir noch eins. Wird halt langsam ein bisschen dunkel. Mach mal Licht an. Zack. Ja, es gab auch schon wieder ein neues Update, ne? So. Okay. Es gibt mehr Beete jetzt, also welche, die wo du auch nicht zu diesen Kunststoff zwangsläufig brauchst. Mhm. Auch aus Holz und aus Zement. Und es gibt neue Scheinwerfer für die Schiffe, so die so halb schräg nach unten gehen. Okay. Jetzt nur die Möglichkeit hattest, entweder nach vorne zu leuchten oder nach unten. Aber so schräg, dass du es dann direkt vorne an die Nase machen kannst, gab es bisher nicht. Aber jetzt schon. Ich bin gespannt aufs Schiffe bauen, das wird auf jeden Fall auch noch lustig. Ja, das machen wir auch. Und du hast die jetzt einfach voll gemacht, ne? Ich hab die jetzt einfach mit Energiezellen vollgepackt, genau. Die halten jetzt auch eine Weile. Auf jeden Fall haben wir dann genug von den Ressourcen, die wir haben wollen, ne? Ja, es sind halt 29 echte Stunden, keine Ingame-Stunden. Okay. Dafür denke ich, ist das okay. Für einen Singleplayer auf jeden Fall. Oder für einen Server, den man runterfährt zwischendrin. Das heißt, wir haben jetzt Sauerstoff und Wasser, theoretisch, irgendwann. Okay, der erste Wasserkanister ist da. Brauchen wir schon welche für die Beete, um die aufzustellen? Nee, ne? Erst zum Pflanzen dann. Ja, ich denke, ich mache das dann wieder am Offscreen. Ich habe mal 2 Wasser mitgenommen. Ja. Okay, dann können wir noch ein paar Beete hinstellen, oder? Na gut. Dann machen wir es langsam auf dem Rückweg. Moped steht noch, also es hat sich nicht eingeklappt. Das Wetter ist nicht mehr so toll. Wir haben unsere Heimatbase schon angezeigt. Das funktioniert jetzt. Gewitter ist schön. Da sieht man wenigstens ein bisschen was. Also die Wettereffekte sind schon sehr schön gemacht. Da möchte man direkt reingehen. Sich einen Unterstand suchen. Autsch. Ja, mit den Bremsen habe ich es auch noch nicht so. So. Ja, die FPS sind auch nicht super in der Base, muss man dazu sagen. Ich kann dir sagen, woran das liegt. Nicht an den Beeten, die stehen noch nicht. Nee, geh mal in die Option. Okay. Irgendwas umstellen. Die Schatten runterstellen, die sind wohl das Problem. Dass es hier so hell ist, liegt eigentlich an den Lampen, die ich hier an der Wand angebracht habe, außen. Reflektieren nach hier innen, das wird vielleicht auch noch irgendwann gefixt. Und bei mir ist halt die Decke total grell, der Rest geht eigentlich. Ja genau, richtig. Also wenn du hier, komm mal mit, geht's ja quasi auf die Plattform raus. Mhm.
Und das sind diese Lampen hier an der Wand sind, die eigentlich in die andere Richtung strahlen, aber die strahlen eben auch noch nach innen. Okay. Durch die Wand durch. Ganz wie ein Ark. Ja. Ja, ansonsten muss das wieder extra berechnet werden, wird wahrscheinlich noch schlimmer. Von den Lags her. Na gut, dann stellen wir uns noch so ein paar Beete her, ne? Genau. Wir stellen uns aber diese teuren Kunststoffbeete her, nehme ich mal an. Kannst du auch andere herstellen, warte mal. Muss man die direkt... Würde uns fehlen... Nahrungsmittelgenerator, ne? Prozessor. Du kannst doch Zementbeete herstellen, das ist egal. Das sind Pflanzenbeet, Stahl, Beton, Holz. Ist egal, welche man verwendet, oder wie? Im Prinzip ist es wurscht. Okay. Dann kann man ja auch Holzbeete nehmen. Ja, wir haben alles im Fabricator. Und dann hole ich Holzlatten. Was brauchen wir noch? Rest hatten wir erstmal. Pflanzenfaser, Nährlösung, ist ja alles da drin. Beete sollten aus Holz sein. Wenn das Holz dann vergammelt, dann kann man direkt ein komplettes Beet draus machen und alles wird ein Beet. So, wir wollen jetzt die Holzlatten. Da sind die Dinger. Wir brauchen 130. Wasser kommt auch da rein. Das kann man jetzt umwandeln. Also das sind halt die großen Wasserkanister hier. Und wenn ich das jetzt umwandle, kommen da 10 kleine Wasser raus. Ne? Das dauert einen Moment. Gut, Pflanzenbeete, Holz. Jetzt haben wir 20. Stelle ich mal 20 Beete her, oder? Ja, klar. Wir werden wahrscheinlich doppelt so viele brauchen, aber mach mal. Schauen wir mal. Ich hätte gesagt, wir nehmen jetzt erstmal ein, zwei Beete mit und platzieren die unten. Und dann überlegen wir uns das, wo wir die alle hinstellen, oder? Ja. Das wird wieder ein großes Ding dann. Die müssen wir dann auch noch alle bepflanzen und so. Das machen wir dann das nächste Mal, oder? Was haben wir denn? Ja, können wir machen. Weil, wie gesagt, der Plan ist eh, dass ich dann im Offscreen das Gewächshaus fertigstelle. Okay. Ja, das kostet nämlich alles unglaublich viel Zeit hier. Genau wie ein Ark. Vor allem in den Dimensionen, wo wir jetzt bauen hier. Du hast ja eine Base hingestellt, oh mein Gott. Also wir haben Perthing, Orangen, Tomaten. Was wollen wir denn als erstes pflanzen? Mais, Kürbis? Tomaten, Durian und Kürbis. Das sind die drei Sachen, die man braucht, um dann diese Gemüsekonserven herzustellen. Die haben dann auch 350 Minuten, bis sie gut gehen. Okay. Also die sind ideal für längere Reisen oder auch für Planeten. Wenn wir jetzt auf den Mond hochfliegen zum Beispiel, da gibt es überhaupt nichts zu futtern. Mhm. Und ja, dann läuft das schon. Ja, ich habe jetzt mal 8 Beete, die können wir ja schon mal hinstellen. Das schaffen wir noch. Da sind noch 19 Stück drin. Ach schon. 19, die schon hergestellt waren. Stahlbeete? Ja. Yep. Stahl. Nehme ich die auch noch mit. Okay, wir müssen außenrum, ne? Ja. Das große Tor. Ja, das müsstest du dir dann mal überlegen, ob wir das in der nächsten Episode ob wir dann umziehen. Wir die Gerätschaften dann hier runterstellen. Okay. Ja, schauen wir mal, wozu wir kommen, ne? Aber wie gesagt, wir haben hier Platz ohne Ende. Die Episoden werden immer ein bisschen lang in Empyrean. Ja, und jetzt fangen wir hier direkt an, oder? Ja, ich nehme die Blöcke raus und du kannst die ersetzen. Okay, machen wir das. Ich nehme jetzt hier mal die Holzbeete. Wollen wir dann im hinteren Abschnitt Stahlbeete nehmen? Ja. Ich glaube, das macht optisch auch überhaupt keinen Unterschied, nur an der Seite. Okay. Teste mal. Moment. Das ist jetzt ein Stahlbeet, ja. Ja, siehst du von oben überhaupt nicht. Man sieht eigentlich nichts, ne? Nö. Dann setze ich die einfach durcheinander, ne? Oder soll ich die haben sogar dieselben Lebenspunkte, beide 25. Das macht ja voll viel Sinn. Nicht, dass sie das irgendwann ändern. Nimm mal das nochmal raus, dann setze ich jetzt erstmal Holz rein und dann können wir das... Also das ganze Ding hier ist aus Gefechtsblöcken gebaut, das spielt glaube ich überhaupt keine Rolle. Okay. Mit Beeten. Dann setze ich die jetzt durcheinander. So. Gut. Das reicht dann erstmal für heute. Dann pflanze ich dann noch so ein paar Sachen. Das haben wir eigentlich auch schon gemacht, ne? Beete bepflanzen? Ja. Das dauert auch gar nicht so lange, bis da was wächst, also... Wir können dann hier regelmäßig durchlaufen, das alles einsammeln, ne?
Durian. Durian braucht man sowieso ständig. So. Hier noch drei. Und dann pflanzen wir das andere Zeug in die nächsten Beete rein, hätte ich gesagt. Okay. Das braucht ja auch kein Wasser, ne? Das wächst jetzt so. Ja, cool. Dann haben wir auf jeden Fall gut was geschafft. Wir haben jetzt Beete stehen. Wir haben Wassergeneratoren. Wir haben hier die Sauerstoffgeneratoren. Sind eigentlich startklar hier, um unser Schiff auszustatten. Wir müssen nur noch ein. Ja, mit den kleinen Schiffen können wir schon auf den Mond fliegen, ne? Hast du gemeint. Also. Ja, natürlich. Wir sind eigentlich schon ziemlich weit. Ja, Props an Yamo, was er hier auf die Beine gestellt hat. Also Respekt, was du hier gebaut hast. Wow. Ja, hat Spaß gemacht. Wir haben jetzt eine riesen Base hier stehen. Das Gewächshaus wird auch ein bisschen groß. Du brauchst ja eine halbe Stunde, um das ganze Zeug zu ernten überhaupt. Ja, guck mal auf deine Nahrungsanzeige. Dann weißt du, warum ich das so groß gemacht habe. Ja, ich bin ziemlich hungrig manchmal. Weiß auch nicht, woher das kommt. Bisschen Salami. Jetzt gleich wieder viel besser. Na gut. Schade, dass man hier keine Kühe anpflanzen kann. Das wär's, ja. Salami-Kühe. Okidoki. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. War auf jeden Fall interessant hier mit dieser riesen Base. Allein schon die Base-Führung hat fast die gesamte Episode gedauert. Das war jetzt super viel Progress in einer Episode. Yamo hat sich hier echt Mühe gegeben. Also, wow. Ja, nächste Episode ziehen wir dann wahrscheinlich erstmal um hier runter, ne? Oben ist ja ein bisschen eng wahrscheinlich. Ist zwar schön da oben, ein bisschen mehr Licht und so. Aber hier unten haben wir halt richtig viel Platz und Licht haben wir hier auch genug. Von dem her ist jetzt, also das ganze Spiel kommt ganz anders rüber, wenn man den Schatten umstellt. Aber ist halt deutlich besser für die FPS hier. Na gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Nächste Episode haben wir auf jeden Fall einen Haufen Beete drin stehen und genug zu essen. Und dann müssen wir uns auch unbedingt mal dieses Dorf da draußen anschauen, ne? Wieder ein neues Dorf Ja, entdeckt. wir haben schicke Container. Mal gucken, was es da zu holen gibt. Na gut, das war's erstmal für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Hat mich total gefreut, wie gut die Empyrean Season hier jetzt bei euch angekommen ist. Wir sind schon ein bisschen weiter. Die ersten Videos kamen jetzt vor einer Woche ungefähr raus. Und ja, ich bin ziemlich begeistert, wie gut es bei euch ankommt. Hat mich gefreut. Mir macht es auch ziemlich viel Spaß. Und ja, das Spiel ist einfach so komplex und es gibt so viel zu tun. Ich bin total gespannt, wie es hier weitergeht. Gibt einige Sachen, wo ich mich richtig drauf freue. Das war's aber jetzt für heute, wie gesagt. War eine lange Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst uns ein Like da. Ich würde mich freuen. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.